Hello everyone, this is Nerim. Now let's go free this Arantea dude. After I loot this chipper. Maybe not. Is it a one shot? Oh, he stopped as well. Nice. Very nice. I'm kinda gonna swim around here. There should be a secret put in here. Come on, game. There has to be. Right after I loot this nice little ship. Ooh, it's a zombie. It's three zombies. Ah, come on. You 61, it's actually nice getting those numbers up. Okay, I'll just swim around here. Ooh, that's a new plant. Oh, this one was lower level. Ow. Yeah, this is how unlimited power looks like. Ooh. Magic wind stuff. Oh, I already have that one.
too high level for you noobs. I would turn up the difficulty, but I'm already at 100. I guess that is what happens when you loot every dungeon. Like literally every dungeon there is. Well, it is what is supposed to happen in games like this. Like becoming overpowered demigod is your reward. Let's eat some luck. I think there should be a statistic on how many of those I have eaten. It's actually nice. 127 locks picked and only 154 broken lock picks. Oh, rare plants found. I guess this includes ice claws and the luck plants. Well, let's get back on the main quest then. Scared. Scared to cross the log bridge. Oh, come on. Ah, I broke a shovel for this. Hello. Stairs. I guess this is the path I was supposed to take. Refugee's boat from Arctwent. Should go the other way, but let's explore here first. Hello. Whoa. Do I take the claws? Oh, hello. This island is full of rare plants. It's actually nice.
Let's take the claws. We don't wait anything, I guess I can sell them if I ever run out of gold. Which won't happen, but whatever. Ooh, that is a lot of dudes. Can I get all four of you, please? In one place? Oh, thank you. Okay, this was a bit more fun. X. Oh, hello. Gold. I like gold. Let's see. One shot. Not quite. What? Seems like the right way, but of course I'm gonna go the wrong way. Yeah, these Triceratops are no match for me. I mean, it's kind of a weird hybrid between a raptor and a Triceratops. It walks on two legs, but it has, you know, the Triceratops head. It must have been some freaky sex. Paths meet again. Oh, hello. That's better. Okay, this is the quest dungeon. Just mark it here and explore the island first. Where is my mark right now anyway?
It's still above Kabaet. Yeah, it's still here. I don't need a mark here. Mark me up. It's a weird looking rock. There's nothing around here. It's actually quite a big island to explore. Oh. Real rare plants indeed. Yep. Thank you. I think I explored this coast part actually before. I didn't climb the rocks. Oh fuck. Let's go for a second try. Nice. This might be a bit too steep. Should be doable though, yeah. Okay. There's gotta be something up here. Most of the time there is something. Well, everywhere in this game. Okay, it doesn't look quite right. Maybe there actually isn't anything up here. What a shame. Okay, let's check the coast. I can teleport back anytime, so it's not a big deal. Nah. Okay, that's enough.
this was the Fog Tower Island. Let's eat all these. Fuck, I was drinking. Cheaters. Ah, they are weak. Okay, maybe they have keys. No. Is it on 100? I mean, maybe it reset again. No, it is. Ah. Yeah, I'm way too high level. Oh, Taranorski. I wanted to check the upper part first. Oh fuck. Okay. Autosave. This will suck. I guess I... how many of these plants do I have here? Okay, so I guess I didn't miss anything, so let's just recall. It is disappointing. These guys are living like pigs. Just clean your room. Come on. Room, not loom. Okay. Something is behind these. Hello. Wall doors. Come on. Yes, level up my light armor, please. Endurance minus 5. Guess I have a disease again. Light armor. Where the fuck are you? 95. Cool. Getting there. That is a cage. Well, I guess that's an elevator. This does not seem safe at all. It's not how elevators work. It needs to have a counterweight. I don't see any second chain going off down to the counterweight. Yeah, it's definitely gonna fall. Look at these spikes, what the hell? Is that like scaled up spears or? Oh well, let's go in. Guess I need to go from here. Oh, I wanted to cure the disease.
Nenne ich euch Retter, Erlöser, Freund oder Verrückter? Noch nie ist jemand, der mich befreien wollte, so weit gekommen wie ihr. Euer Wille muss eisern und eure Kräfte überragend sein. Nein, ihr seid nicht verrückt. Ihr seid mutig. Ihr habt ein Ziel vor Augen. Ihr seid von einer edlen Idee erfüllt. Ihr wisst, dass Freiheit mehr bedeutet, als aus modrigen Mauern zu entkommen. Ja, wenn es euch gelingt, mich zu befreien, dann beginnt es. Erst wenn ich frei bin, kann die Freiheit selbst ihren Siegeszug durch dies geschundene Land antreten. Doch denkt daran, was ich euch in Arktwend sagte. Ihr müsst die drei Seraphim unschädlich machen, die den Bannzauber aufrechterhalten. Erst dann könnt ihr zu meiner Zelle vordringen. Und beeilt euch. Ich taumel vor der Begierde, frei zu sein. Zum Genuss, den diese Freiheit mir beschert. Und im Genuss verschmacht ich nach Begierde. Okay. Kill three Seraphim. That should be easy. Okay, game. This shouldn't happen, but sure, I'm gonna explore. Yeah, Oblivion engine is the best. This is clipped. Oh well, let's do this again and stand further from the gate. I could have gone down there. Let's see. Come on, at least put lava in there or something. Wouldn't it be cool? Like, have a waterfall going to lava pool and steaming. Shiny. But they are healing really fast. Cannot defeat them with my weapons. It uses much stronger energy. I need to lure them into the moon. Yeah, I think I remember this. Man. Oh shit, it was stuck here. Yep, this works. Looks like you got stuck, mate. Okay, this is a chain light armor. Yeah.
Fight Armor, level up. Na los! Komm doch! Das war ja armselig! Thank you. I missed an explosion. Anyway, should repair my gear, but yeah, I need level 50 crafting to repair enchanted stuff, I think. Let's see. Yeah, I forgot to train it with a blacksmith. I think I actually got enough learning points, but well. That's a nice looking fish. Definitely supposed to go that way, but it's a lock and I can't resist. Easy. Fuck. Okay. The door is victorious. I'm stuck. Oh, never mind. Or maybe this is where I'm supposed to continue. Looks like it. I guess there was a key from the door this way. So let's check what's here first. Ah, okay. Water can be liquid, frozen, and gas, or I guess they say steam here. It's a very scholarly book. I think I actually partially read this one before. What is that? It's a big fish. Or these fishes are just... they are just sprites. Two-dimensional. Okay. That's a nice kill count he got here. Okay, this place would get flooded really soon. We are under the ocean, so there's no way this water is seeping out somewhere, so just a matter of time before it gets flooded. Unless you know magic. Okay.
That's a really tiny lever. Just looking at those eyes and... yeah. Okay. Narazu Arantel, I guess. Wisst ihr, seit 1000 Jahren sehne ich mich nach diesem Augenblick. Und nun merke ich, dass Äonen nicht ausreichen würden, um ihn vollends zu genießen. Durchaus, ich bin erfreut, euch zu sehen. Ihr habt mich beeindruckt. Und glaubt mir, es ist schwer, mich zu beeindrucken. Mersul scheint mit euch eine kluge Wahl getroffen zu haben. Getötet, ja? Diese widerliche Marder hat Mersul getötet? Was habe ich ihm nur getan, dass er mir auf diese Weise seinen Respekt zollt? Erst verrät er unsere Sache und dann greift er den Orden auch noch direkt an. Um dieses Problem werde ich mich sofort kümmern müssen, wenn ich hier raus bin. Baratheon wird wissen, dass ihr hier seid. Oder es zumindest erahnen. Und sobald ich einen Fuß auf freien Boden gesetzt habe, wird er versuchen, mich zu beseitigen. Trauriger Thor, merkt nicht einmal, dass der Jäger eigentlich der Gejagte ist. Übrigens, falls euch daran gelegen ist, mehr über mich in Erfahrung zu bringen, dann könntet ihr dieses Buch hier lesen. Ich habe es geschrieben, während ich hier festsaß. Ich denke, es ist recht spannend. Gehen wir aus diesen vier Wänden heraus. Ich will keine Sekunde länger hier verweilen. Okay, he just wanted to advertise his book. Fine, let's check it. Arantel's Tagebuch. I guess Tagebuch means a diary in German. I mean, Tag is a day, so. And Buch is a book, so. Yeah. Problem is it's very Deutschland. Yeah, very Deutschland. Na, ran zu Larantia. Was im Namen der sieben Götter geht hier vor sich? Ah, Erzseraph Arasdor. Die linke Hand der Götter höchst selbst. Nun, wie soll ich sagen? Ich erfülle nun gerade einen lang gehegten Wunsch. Niemand kann aus der Gefangenschaft der Lichtgeborenen entfliehen. Kehr zurück. Das ist kein Spiel, Arantheal. Ich bin zu alt, um nur zu spielen. Und zu jung, um ohne Wunsch zu sein. Ich werde mich euch nicht fühlen. Damit besiegelt ihr euer Schicksal. Manchmal muss der Schicksalshand eben geführt werden. Ihr seid töricht. Denkt ihr, ihr könnt einfach so hier herausspazieren? Ist euch bewusst, was ihr da getan habt, Sterblicher? Naranzul Arantheal hat gegen die göttliche Ordnung gehandelt. Er wurde nicht umsonst von den Göttern zu dieser Strafe verurteilt. Er hat einen Gott getötet, den Schöpfer und das Licht verraten, sowie eine hohe Zahl an Menschen ermordet. Er wurde im Konzil der Lichtgeborenen von 6 Göttern für schuldig befunden und muss diese Strafe bis an sein Lebensende verbüßen. Nun kommt ihr und befreit diesen Verräter von seinen Ketten? Damit habt ihr euch selbst zum Verräter an der göttlichen Ordnung gemacht. Im Namen der Lichtgeborenen verurteile ich euch beide hiermit zum Tode, auf das eure Seelen Läuterung erfahren werden. Das Urteil wird sofort durch meine Hand... Lol. Guy's so dead. Damit geht der letzte Erzseraph dahin. Ihr habt gut gekämpft. What? Let me loot him. Doch good. Nun verschwinden wir von... Fuck. Genau hier wollte ich hin. It was just pure Wisst evil. Ihr, was dies für ein Ort ist? Hier, an dieser Stätte ruhen die Gebeine meiner geliebten Celare. Ganz gleich, was Arkt, dieser Narr in Stormwind, gesagt hat. Er ist schuld daran, dass ich sterben musste. Meine Celare. Ich sollte damals im Auftrag der Lichtgeborenen diesem zu Unrecht privilegierten Pack von Gaunern ein Artefakt namens Seelenschinder bergen. Ja, ihr hört richtig. Ich war den Göttlichen einst untertan, ebenso wie mein Vater. Ich diente ihnen. Und da sie den Seelenschinder begehrten, zog ich los, ihn zu finden. Celara kam mit mir. Doch die Lichtgeborenen vertrauen niemandem voll und ganz, der nicht zu ihrem heuchlerischen, erlauchten Reigen gehört.
Und deshalb wurden wir vom damaligen Erzseraph Arkt begleitet. Arkt, der es nicht lassen konnte, mit Celara anzubandeln wie ein räudiger Köter, der ein Wesen edelster Natur begehrt. Als wir das Schwert Seelenschinder schließlich gefunden hatten und ich es in meinen Händen hielt, da eröffnete der Lump mir, was ich schon lange wusste und hatte mit ansehen müssen. Und Celara klammerte sich an ihn, diesen Unrat, bis mich der Zorn durchfuhr und ich die Klinge gegen meine Liebste erhob. Auch Arkt wollte ich bestrafen, doch konnte er feige entkommen. Wisst ihr, das klingt vielleicht merkwürdig, aber manchmal hasst man den Menschen am meisten, den man auch am meisten liebt. Denn er ist der Einzige, der einen wirklich verletzen kann. Und ich habe Celara am meisten geliebt. Wenn aus Liebe Schmerz wird, wandelt sich der Schmerz schnell zu loderndem Hass. Ihr könnt das nicht verstehen. Opfert man sich denen auf, die man liebt, wird es am Ende nur dazu führen, dass man die hasst, denen man sich aufgeopfert hat. Ich habe wohl einige Fehler in meinem Leben begangen, aber meine Liebste zu bestrafen war der größte von allen. Ich habe die einzige Frau, die ich je liebte, zum Tode verurteilt. Erst zu spät wurde mir bewusst, was ich getan hatte. Zu spät habe ich bereut. So endlos bitter bereut. Seitdem ist Celaras Seele an jenes Schwert gebunden. Noch heute liegt es mit Sicherheit dort, wo ich es damals fallen ließ, als der Zorn sich legte und mir zu Bewusstsein kam, was ich angerichtet hatte. Wir werden den Seelenschinder holen, denn er ist für unsere Pläne von immenser Wichtigkeit. Die Klinge wurde vom ersten Schattengott, dem ersten Tel Imaltat, geschmiedet und ein Teil seines Geistes ist noch immer darin gefangen. Uralte Kräfte durchfließen den kalten Stab. Das ist auch der Grund, warum die Götter das Schwert haben wollten. Sie fürchten sich davor. Der Seelenschinder ist das Werkzeug des Tel Imaltat, welcher dereinst die Ehre haben wird, der lichtgeborenen Untergang zu sein. Die Klinge liegt nicht weit von hier. Oh, ich darbe danach, sie wieder zu führen und mit dem Geist meiner Geliebten eins zu werden, um das wieder gut zu machen, was ich ihr einst angetan habe. Okay, so this guy killed his cheating girlfriend, and is blaming this arc dude. And need to find a god-killing sword called Soul Flayer. Okay. Moment. Spürt ihr das auch? Ha! Kinderkram! Ich bin sehr alt, aussehen. Oh, hallo. What a pussy. Look at him. Auf den Hals, das war ja zu erwarten. Baratheon! Dein kleines Attentat ist leider fehlgeschlagen. Aber ich wäre auch etwas enttäuscht gewesen, wenn du gar nichts unternommen hättest. Sei dir gewiss, dass es nicht mein letzter Versuch gewesen sein wird. Du bist eine Gefahr für Nerim und alle Menschen, die hier leben. Ich spüre doch, wie du vor Angst zitterst, weil du weißt, dass dies die letzten Tage deines Lebens sind. Deine Worte sind nur leere Hüllen. Schweigen.
Genau diese Antwort habe ich erwartet. Eigentlich hatte ich vor, den Weg zum Tempel zu Fuß zu beschreiten, um meine ersten Schritte in Freiheit genießen zu können. Doch wenn uns nun alle Nase lang diese Stümper auflauern, können wir uns da sparen. Ich bringe uns in die Nähe des Tempels. Okay, so I guess we go get the God-killing sword first. I was here, wasn't I? Yeah, there was the spiders down there. I guess, yeah, this will work now. This door was closed before. I'm not a big fan of this Naratsu loot. Kinda dude who kills his girlfriend. Der Weg gabelt sich. Ich war schon einmal hier. Die Gänge sind so angelegt, dass man nur zu zweit eine Chance hat, bis zur Halle des Seelenschinders zu kommen. Wir müssen uns trennen. Ich nehme den linken Weg und ihr den rechten. Danach sind wir aufeinander angewiesen. Wir müssen uns gegenseitig den Weg freimachen. Mit meiner Magie kann ich euch sagen, was ihr zu tun habt, selbst durch die dicksten Mauern hindurch. Nehmt den rechten Weg. Okay. Hier ist eine verschlossene Tür. Schaut euch auf eurer Seite um. Excellent. Ist dort irgendwo ein Schalter? Die Tür öffnet sich. Hier ist ein weiterer Schalter. Wartet kurz, ich betätige ihn. Jetzt können wir beide weitergehen. Schaut hoch. Seht ihr mich? Seht euch den Raum genau an. Ihr müsst herausfinden, wie man den Mechanismus aktiviert, der die nächste Tür öffnet. Okay. I press buttons now. Or rather, activate glowing balls. Because of course, that's what you do in ancient temples. Actually, I thought this was an inscription, but I'm turning this thing. I guess I need to make the green ball go out too. Okay. I did not expect that, to be honest. And now it crashed. That's a failed quick load. I hope the safe isn't corrupted. Okay, now the green ball comes out. I don't see any logic to this puzzle, other than push buttons and make things happen.
Dort ist ein Schalter. Betätigt ihn, damit auch ich weitergehen kann. Ooh, hello. And goodbye. Photophobic creature. Okay. Dieser Kristall sieht wichtig aus. Nehmt ihn besser an euch. Crystal looks important, okay. In Ordnung, ich öffne euch die Tür. It's like a standard teleport rune to me. Ooh, spiders. Save some trouble. Hier auf meiner Seite ist auch solch ein Kristall. Ich nehme ihn mit. Okay. It's a stripped club. Without the strippers. Ah, die große Kaverne. Bei euch müsste sich der erste Schalter befinden. Okay. How about I go visit you? It's clipped. Okay. Fine. I'm not going to visit you. Sehr gut, da ist die Brücke. Eine Sekunde, gleich könnt ihr weiter. Nun seid ihr wieder dran. I think I can jump this, to be honest. Close though, pretty close. The kind of elevator that will make you dizzy. I don't tell. This guy seems to have big trouble entering doors. See if I can help him. Ah, come on.
Okay, I'm gonna wait till he's coming to that corner, okay. This didn't help. Ooh. Suppose I should go this way, but this way looks like more fun. Fine, I'll do it properly. I didn't want to break the quest. Diese Zugbrücken sind an einen Zeitschalter gebunden. Ich denke nicht, dass ihr schnell genug seid, um rechtzeitig rüberzukommen. Aber seht ihr dieses Gebilde dort an der Wand? Wenn ihr es aktiviert, indem ihr es mit einem Pfeil trefft, wird es euch hilfreich sein. Oh, will I increase my speed? Ah, okay, shoot it with an arrow. I'm gonna try it with my speed though. Go this. Okay, watch me. Oh, this is clipped. Okay. Well, I won't be able to do it now. Pretty sure I'm just gonna end up there anyway, so. I think I can easily do it without increasing the speed, but let's see. Teleports me back if I don't reach a certain point. Anyway, I wanna see how fast I get. Los, schnell jetzt! Whoa, ho, 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 ho. Oh. Okay, maybe I wouldn't have been able to actually do it. And now I'm here, of course. Knew it. I mean, I didn't expect a spider, but... That's a big one. ...170 XP. Ooh. That is nasty. Okay, I guess I can jump up there. Actually, I think I can with my acrobatics. Nah. Das ist der richtige Weg. Wir kommen dem Schwert immer näher. Closer to the sword. And this is clipped, of course. Uh,
Oh, this way, I guess. Verdammt noch eins, ich bin eingeschlossen und... Was ist das? Yes. Gas. Hello. Hier strömt Gas rein. Findet den Schalter für die Tür. Bei meiner Seele, findet den Schalter schnell! Time limit. Okay, I'm gonna ignore this. I did run into that one. To find a place where exactly to stop. It's better to go on the left side, I guess. Ooh, that's lava. Das war in allerletzter Sekunde. What? They were talking about. I had plenty of time left. You underestimate my power. My speed. My agility. My acrobatics. Could actually knock him down. Let's see. I'm gonna make a save first though. Yeah, I seem to be fucking around too much today. Bleib sofort stehen. Oh. Keinen Schritt weiter. Diese Kammer mag leer aussehen, aber das ist sie nicht. Wenn ihr nur einen falschen Schritt macht, seid ihr tot. Ich kann von hier oben aus die magischen Fallen sehen. Schließlich weiß ich zur Genüge, wie man Magie anwendet. Also, haltet euch an meine Anweisungen, wenn ihr hier lebend durchkommen wollt. Am besten, euer Blick bleibt immer nach vorn gerichtet und ihr geht nur nach links, rechts, vorne oder hinten, wie ich es euch sage. Schaut ihr euch zu viel um, könntet ihr die Orientierung verlieren. Also wagen wir es. Geht als erstes nach links und schaut immer in dieselbe Richtung. Yeah, I remember this. Keep facing the way, let go of the mouse, and just use WASD. Okay, he said left, right? Geradeaus. Nach rechts. Nach hinten, nach rechts. Scheit. This is before I knocked him down. I wanna see if I break the game. Fuck. Okay. Bleib sofort stehen. Keinen Schritt weiter. Diese Kammer mag leer aussehen, aber das ist sie nicht. Wenn ihr nur einen falschen Schritt macht, seid ihr tot. Ich kann von hier oben aus die magischen Fallen sehen. Schließlich weiß ich zur Genüge, wie man Magie anwendet.
Also, haltet euch an meine Anweisungen, wenn ihr hier lebend durchkommen wollt. Am besten, euer Blick bleibt immer nach vorn gerichtet und ihr geht nur nach links, rechts, vorne oder hinten, wie ich es euch sage. Schaut ihr euch zu viel um, könntet ihr die Orientierung verlieren. Also wagen wir es. Geht als erstes nach links und schaut immer in dieselbe Richtung. Okay. Geradeaus. Nach rechts. Nach hinten. Nach rechts. Geradeaus. Nach rechts. Geradeaus. I guess this way. Nach links. Geradeaus. Nach links. Geradeaus. Nach rechts. Nach rechts. Geradeaus. Fuck. Geradeaus. Ah, come on. Geradeaus. He said forward. Okay, I guess he said it late. Moment, ich öffne schnell die Tür. Asshole. Oh, he got teleported, so I didn't break the game. Ah, da oben seid ihr ja. Seht ihr diese Halterungen? Gewiss kann man die Kristalle, die wir gefunden haben, dort hineinstecken. Er passt perfekt. Nun brauche ich euren Kristall. Werft ihn zu mir herunter. So you want my crystal, do you? So. Well, then you shall have it. Oh, hello. What a phobic creature. Oh, it's immortal now. Okay, I guess I'm gonna have to lure it to the light, I guess. And it's teleporting, come on. Come on, come here. Come get me. God damn it. Come on. I need to kill Karateal or do something. Otherwise, it's gonna take forever. Come on, go for me.
happening now. I don't even get XP for this, come on. This was actually quite annoying, quite. Let's check what's up here. Okay. Let's not. Ist das Schwert. Weiter, weiter! Out of my way, slow. Noob. Oh, this way. This way. So I need to wait for Rantial. Come on, where is he? Dude, are you coming? I don't like this guy at all. Wir haben es geschafft. Nun, Narazul Arantial, sammelst du die Bruchstücke deiner Vergangenheit zusammen? Arkt. Ich hatte eigentlich gehofft, dich nicht mehr sehen zu müssen. Ich wollte mich nur mal wieder in Erinnerung rufen, da das Gespräch zwischen der Kleinen da neben dir und mir in Advent letztlich so abrupt enden musste. Und natürlich bin ich neugierig, ob du erfüllst, was du begonnen hattest. Denn dass die Aristokratie der Lichtgeborenen endet, liegt ja auch in meinem Interesse. Fein. Dann bewege deinen hochehrwürdigen Hintern woanders hin und lass mich das Schwert nehmen. Gerne. Schließlich kann ich meinen Hintern frei bewegen. Mit deinem jedoch könnte das Schicksal noch allerlei vorhaben. Elender Schwätzer. Endlich. Jetzt sind wir wieder eins. Celara, mein Herz. Jetzt kann die Freiheit ihren Siegeszug durch dieses Land beginnen. Unter diesem Schwert werden die Lichtgeborenen fallen und ihr unsterbliches Blut vergießen. Okay, I'm gonna like Arkt. The way he's just taunting this asshole. Yeah, let's go free the monastery. Das Bergkloster. Ja, ich erinnere mich daran. Mersul hat es mir einst gezeigt. Dort hält sich also momentan der Orden auf und wird belagert? Gut, dann werden wir es befreien. Anschließend das Nordreich von Baratheons Truppen säubern und uns dann den Kanzler selbst vornehmen. Wenn dies vollbracht ist, sind alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Kommt, ich bringe uns in die Nähe des Klosters.
Sounds like a plan. I can do this too, actually. Not like you are special. Da sind die Soldaten des Kanzlers. Mit den Restlichen werden wir auch so fertig. I could still kill you, Newt. Die machen keinen Ärger mehr. Erst jetzt, im Kampf gegen diese Bastarde, verschmolzen mit dem Seelenschinder, ist mir wieder klar geworden, was Freiheit bedeutet. Oh, sie fühlt sich gut an nach Jahrhunderten der Gefangenschaft. Der Sieg unserer Sache liegt nicht mehr fern, seid euch dessen gewiss. Nun wendet sich das Blatt zum Guten für den Orden und zum Schlechten für die Lichtgeborenen. Und für unseren hochgeschätzten Kanzler Baratheon, dessen Kopf soeben die letzten Stunden auf seinem Körper genießen darf. Und nun kehre ich zu meinem Streitern. Du da, sattle uns die Pferde. Wie ihr wünscht, Herr. Wer ist es? Narazul Arantial ist zurückgekehrt. Seid mir willkommen. Callisto, ihr seid momentan der Anführer des Ordens? Nun, dann werde ich diesen Titel jetzt von euch übernehmen. Ich gebe ihn euch gerne. Endlich sehen wir ein Licht am Horizont. Eure Ankunft verheißt Hoffnung. Genug jetzt des Geschwätzes. Wir müssen uns nach Kavaed aufmachen. Zu den Pferden! Wie ihr wünscht. Let me just sell some shit first. I need a blacksmith. Maybe he trains. First of all, I need to repair my shit, but hopefully he can train me to do it myself. Seid ihr gekommen? Yep. Okay. Kein Problem. From now on, I'm repairing my own shit so I can level myself. Hastily scribbled report. Guess I don't need that one anymore. I
bank vault box. Yeah, I should definitely visit a bank. I'm gonna keep all the gems and stuff from now on. So I think I can use some of those for crafting. I can actually learn this now. I think I can use the pelts too. Bis zum next. Let's see, this should work now. Let's just learn all of this. It's every 5 levels. So on level 35 I should be able to learn this. That's strange. I think, oh, I'm 34, okay. I thought I was 35 actually. Okay, one more level then. Okay, I guess they don't sell rank 6 spells item because I'm still there for. Let's just move on. Los jetzt, nach Kabaret! Okay. Ooh, this one is mine. Ah, fuck it, I'm faster. Training athletics, right? Seid ihr gekommen? Nah, sneak, fuck that. Actually, maybe I'm 90 athletics already. Let's see. It's gonna be 90 soon. Ah, asshole.
Are these friendly? Maybe. Huh. I need to explore this place because... Yeah, I didn't go this way yet. I went from this side the first time around. Quiet will wait. Where is the loot? Oh, hello. Hello. Yeah. It is an unnaturally large skeleton. Anyway, this would be the soul flare temple. Been there, done that. Treasures everywhere. Pickaxe, thank you. Ah, this actually might be useful too. Take all the crafting materials I can get. For looting graves has to be. Hello. I think I have those gauntlets. Okay. It's a trap. Oh, come on. Stop cheating.
Oh, Pickaxe. Thank you. I think I have enough to go loot that dwarven mine now. These guys actually might be friendly. Do I have a bounty? Where's the stats here? No. I guess they aren't friendly, they just make the wise decision of not attacking me. Which isn't gonna help them. Anyway, what was the last achievement? Eating 100 ingredients. Pretty sure only thing I ate was ice claws and the luck plants. Let's see. Oh, 81. I guess I ate 19 other things. Okay. I smell a dungeon. Hello. Ah, come on, let me jump game. Or not. Explored everything else except the East Realm, of course. So, this is my next area of interests. I'll just mark it here. Oh god, I broke it. Thank you. Actually, not many crashes today. Suspiciously well behaved game. That's not the way to go. Retard. Is he gonna ride all the way up to
Oh no, und Taranor wenn mich nicht alles täuscht, müsste das dort vorn auch schon der große Taranor selbst sein. Where is he? Where is he? Oh, there he is, okay. Just assumed he was one of these people. Gesegnet sei diese Stunde. Narazul Arantel kehrt zurück. Des Kanzlers Untergang reitet in meiner Stadt ein. Der Kühne war erfolgreich. Taranor! Ich hörte, ihr habt euch gegen den Kanzler gestellt und euch unabhängig gemacht. Sehr löblich. Auch wenn die vielen Fahnen mit eurem Banner hier nicht viel Positives über euch vermuten lassen. Ich bitte euch, ein wenig Brimborium und Trotz hier und da schadet meiner Herrschaft gewiss nicht. Doch wir sind nicht zum Plaudern. Mein Reich ist noch immer vom Feind besetzt. Und ich habe nicht genügend Soldaten für einen umfassenden Gegenschlag. Und auch nicht genügend Dänen. Das Blatt wendet sich, aber die Kunde von eurer Befreiung hat sich wie ein Lauffeuer im Land verbreitet. Und siehe da, es kommen stündlich gerüstete Krieger der Eterna in die Stadt, um sich euch anzuschließen. Ja, das ist mir bekannt. Jetzt sagt endlich, welche Orte noch erobert werden müssen, damit ich bald nach Erotin aufbrechen kann. Gewiss, der Feind ist aufgrund meiner Zermürbungsangriffe bereits nervös geworden und hat sich in der Burg Darlan und dem Dorf Mordram zusammengerottet. Wir werden beide Orte gleichzeitig erobern müssen. Dann gehe ich mit meinen Eterna nach Mordram. Ihr und Callisto könnt euch die Burg vornehmen. Danach schließen wir uns an der Pforte zum Nordreich wieder zusammen. Mit Vergnügen. Damit werden meine Soldaten ohne Probleme fertig werden. Ihr könnt euch entscheiden, mit wem ihr mitgeht. Entweder mit mir oder mit ihm, aber eines davon müsst ihr tun, denn wir brauchen jeden Schwertarm. Yeah, I actually already killed everyone in the Darlan castle. I just jumped over the wall. I think the first time I played this, I went with Taranor and I got the castle as my home. But yeah, I'm gonna go with Arantel. Well, he's a mess and an asshole, but I don't think I actually have no idea what awaits me, so I just go with him. Also, werde. Yeah, let's go. Fine. Oh, he's walking now. Okay. I wonder what happens now. Castle Darlan. Ha! That's a shortcut. Just need to move his and need to know if he's moving without me. Let's see. Wait a bit, see if the green triangle is somewhere else. Fuck. I guess I have to walk. What's my latest? Okay, I did save, nice. Oops. I do hope the safe isn't corrupted. Thank you.
move. Oh, hello, spider. Come on. Nasty. Okay, this is quite brutal. Oh well. Uns liegt Mord dran. Seht ihr es, das Pack des Kanzlers? Ja, let's get them. Anyone? Oh, hello. Okay, come on. Everyone on me, please. Okay, it should work. Check the tent. Nope. Spürt ihr auch, wie das Kochen der Blut in euch wallt? Ein wunderbares Gefühl, genährt vom Gnadengewinsel dieser Kanzlermaden. Die Rechtschaffenen haben gesiegt. Wenn auch Taranor Erfolg hatte, ist das Nordreich nun wieder frei. Baratheon dürfte vor Wut und Angst gerade sein hübsches Turmzimmer verwüsten. Zumindest ist die Vorstellung dessen recht amüsant. Und wenn er blind vor Zorn ist und ohnmächtig vor Furcht. Nun aber auf zur Pforte des Nordreiches. Und von dort ab. Let's get to the gate. Ah, he stopped again. Move. Snail. There's only so much acrobatics I'm willing to train for you. Guys. Ich habe die Burg zurückerobert. Wir waren siegreich. Ihr habt einmal mehr bewiesen, was ihr wert seid. Und ich will großzügig sein. Burg Darlan sei ab diesem Moment euer Eigentum. Ich schenke sie euch. Und ihr könnt euch in den Gemächern einrichten, wie es euch beliebt. Nun aber werde ich nach Kabai zurückkehren und aus den Ruinen dieses Reiches etwas erschaffen, das nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Wir werden uns gewiss wieder begegnen, Burgherrin von Darlan. Lebt wohl. Okay, so I got the castle either way. That's nice.
Vorkehrungen treffen, um uns aufzuhalten. Nur keine Sorge. Wenn alles gut gegangen ist, hat Kim des Kanzlers Kriegsmaschinerie schon weitestgehend gelähmt. Hoffen wir es. Much faith in Kim, huh? Is it slow again? I'm faster, I think. Yeah, I can jump. Bridge of Free Return. Oh, it used to be named Bridge of Doubtful Return, I think. Guess we renamed it. Shit. Arantel is gone. Safe, but it all worked out well. Schaut euch das nur an. Mir scheint, die Bauern haben die Abgaben an den Kanzler satt gehabt. Kim hat sie zum Aufstand angestachelt. Aratheon ist am Ende. Abwarten. Er wird sich in Erotin eingeegelt haben. Seht nach, ob ihr Kim irgendwo finden könnt. Sucht beim Tor an der Brücke. Callisto und ich werden uns einen anderen Weg in die Stadt hineinsuchen. Wenn ihr Kim gefunden habt, dann greift zusammen mit den Bauern das Tor an. Kämpft euch zum Palast vor. Dort treffen wir uns. Okay. Ich könnte heulen. Unsere Soldaten schaffen es einfach nicht, diese vermaledeite Nordstadt Kabaed zu erobern. Kann denn das so schwer sein? I think we should change our attitude, Mr. Haldor. Ich habe so gehofft, dass du bald nach Erotin kommst. Fast hätte ich die Hoffnung schon aufgegeben. Es hat so lange gedauert. Meiner Treu, bin ich froh, dich wiederzusehen. Ich konnte die Bauern auf unsere Seite bringen. Dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Plötzlich kamen von überall diese Menschen mit den leuchtenden Augen hervor und meinten, dass ihr Anführer Narazul Arantial befreit worden sei. Sie haben uns geholfen. Warst du das? Hast du Arantial befreit? Kaum zu glauben. Obwohl, ich habe es dir natürlich zugetraut. Ich weiß ja, was du drauf hast. Jedenfalls kam vor kurzem das Gerücht auf, dass der Kanzler das Nordreich nicht mehr besetzt halte und dass Arantial nun kommen werde, um sich seiner anzunehmen. Ist das wahr? Ich kann es kaum erwarten, dass Baratheon dafür büßt, was er Mersul angetan hat. Dann tun wir das doch auch. Wir gehören dem Orden an, also haben die Soldaten da drin keine Chance gegen uns. Wir sind stärker als sie. Du führst den Angriff an. Wir folgen dir. Okay. Maybe put on some pants? Oh yeah, farmer and farmer's wife. Okay. Now it makes sense.
Oh. Okay, by this logic, these two belong together. But this girl should be topless. Well, let's go. Na, erinnert ihr euch noch an mich? Ich bin es, Narre. Vor einiger Zeit habe ich euch in das Versteck der Eterna in den Kanälen geführt, wisst ihr noch? Damals sagte ich, dass die Menschen unser Volk unterdrücken. Und nun schaut uns an. Jetzt, da Arantheal wieder da ist, fürchten sie sich vor uns. Sie fliehen sogar. Und jetzt werden wir ihr Grauen sein. Es erfüllt mich mit Stolz, von Narazul Arantheals linker Hand in die Schlacht geführt zu werden. Yeah, I mean this Arantheal worship isn't very healthy, but you should worship me. I guess you will eventually. Or rather, it will be your only choice. I was here before. Hello. Dort vorn. Sie haben uns noch nicht bemerkt. I'm gonna kill them. I just didn't want him to get in the way. This is where the fence lives. Ah, it's the cursed door again. It's like 50-50 if I get through that door. Success. Hier entlang. Wir müssen durch die Kaserne zum Torhebel. Through barracks. I think barracks is that way, isn't it? Okay, this way. I guess if I turn this guy off to the guards earlier on, he wouldn't be able to lead me, and I would have to figure all this out myself. Decisions. Hello. Yeah.
Haltet ein! Ihr habt euch eines Verbrechens schuldig gemacht. Entweder zahlt ihr das Kopfgeld, das auf euch ausgewiesen... Yeah, I'm not in the mood, man. Abschau! Collectibles. This way. Oh, hello. I don't have the key. Now I do. Was there already? Oh yeah, there was nothing up the tower. I was looting this place before. That is a nice kitchen they got going there. Where's the secret? Not here, I guess. Ah, fuck. Guess I'm not getting that key. Board. I completely forgot about the bounty quest. Okay. Crazy manhunter who shoots from his treehouse. I can take a shortcut through here. There's the wine merchant. There's a master lock though on the other side. I looted that place as well. I think I found a lockbox key in there. Duncan Kreutz. Seid ihr gekommen, um euch... Okay. Yo, Chaos. There's a war going on. Ich könnte heulen. Unser Soldat. Okay.
Washerwoman's Recipe. Okay. Ein hübsches Spektakel, findet ihr nicht? Das unterdrückte Volk erhebt sich gegen seinen Peiniger. Ihnen dürstet nach Freiheit. Sie wollen frei sein und kämpfen dafür. Ja, das ist der Weisheit letzter Schluss. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der sie täglich erobern muss. Ihr kommt mit mir in den Palast. Alle anderen werden hier draußen warten. Okay. Sieh an. Da vorne steht ja das Objekt meiner Begierde. Feigling! Los, ihr müsst ihn verfolgen! Ich kümmere mich um die Magier! Okay. Coward, where is he? Up here, I guess. Ziemt es sich denn für den Verräter auch noch zu fliehen? Hat er nicht einmal den Mut, sich mannhaft seiner Strafe zu stellen? Den Mut hätte ich wohl. Allein mir fehlt die Torheit. Es mangelt euch vor allem an Demut und Ehrgefühl. Ihr, die hier Arantial befreit habt, glaubt nicht, dass ihr damit irgendetwas zum Besseren gewendet habt. Schwätzer! Was könnte ehrenvoller sein, als den Verräter zum Schafott zu führen? Er wird euch belügen. Das sagt ein Lügner selbst! Mag ich nur noch sterben. Der Nächste werdet ihr sein. Lasst ihn nicht entwischen. Ich bin gleich bei euch. I guess they didn't expect someone would specialize in speed and athletics. Seht, mein Reich! Dies alles fällt nun jemandem in die Hände, der glaubt, er wäre der Menschheit letzte Rettung. Ein Narr ist er! Verblendet ist er! Ein Narr? Auch das kränkt mich doch schon ein bisschen. Was auch passiert, Arantial, ich habe richtig gehandelt, indem ich mich von dir abwandte. Du wirst wieder scheitern, genauso wie damals. Den letzten schlechten, leeren Augenblick. Der Arme wünscht, ihn festzuhalten. Jetzt, losgelöst von allem Glück, umringt von seines Albtraums fleischgewordenen Gestalten. Nicht du wirst mich töten! Eher vollbringe ich dies selbst! Die Uhr steht still. Du bekommst mich nicht! Steht still. Sie schweigt wie Mitternacht. Du bekommst mich nicht! Der Zeiger fällt. This was really er cringe. Fällt. Es ist vollbracht. Baratheon is unconscious. Baratheon ist gefallen. Sogar wörtlich. Jetzt ist der Hemmschuh des Ordens kein Hindernis mehr. Wir können uns nun ganz und gar unserem eigentlichen Ziel widmen und die Herrschaft der Lichtgeborenen beenden. Gehen wir nach unten. Es gibt ja etwas ganz Spezielles, das ich dafür benötige. Ah.
I wanted to enjoy the view. Okay, I'm gonna take a break. See you in the next one.